Grüße, Freunde. Wir schauen uns heute diese kleine Taschenlampe an. Und zwar ist die Dynamo betrieben und wird als Notfall- und Camping-Taschenlampe beworben. Wenn es interessiert, dann bleibt einfach dran. Genau, um dieses kleine Stück hier soll es heute gehen. Und zwar die Dynamo-Taschenlampe von, ich glaube, Itimo, Itimo, Iziomo. Ich weiß nicht genau, wie das ausgesprochen wird. Die zwei, drei kleine Besonderheiten hat. Sie wird als Outdoor, Camping und vor allen Dingen für den Notfall-Taschenlampe beworben. Bevor wir uns das Ding genauer angucken, schauen wir uns erstmal die angegebenen Herstellerdetails an. Diese Handkurbeltaschenlampe kostet ungefähr knapp 10 Euro. Natürlich variieren Preise, schaut da gern in den Link in dieser Videobeschreibung rein, wie viel sie gerade kostet. Kleine Information, das sind natürlich Affiliate-Links, von denen ich Prozente bekomme, wenn ihr danach etwas bei Amazon kauft. Vielen Dank schon mal im Voraus. Diese kleine Taschenlampe ist 12,4 x 4,2 x 3,2 cm groß. Ist also sehr handlich, verschwindet fast in der Hand, wenn auch nicht völlig. Passt aber in jede handelsübliche Hosentasche. Angegeben wird diese kleine Lampe mit 90 Gramm. Sie ist also ein tatsächliches Leichtgewicht. Wir haben verschiedene kleine Funktionen bei dieser Taschenlampe. Hier vorne haben wir natürlich die klassischen LEDs. Was wir aber auch haben, und das ist ja der Clou an dem ganzen Ding, ist einmal der Dynamo, ihr hört den schon richtig schön. Na, man kann hier dran drehen, dann lädt sich der interne Akku auf und dann könnt ihr eine Lichtstufe einstellen. Vorne haben wir ein kleines Solarpanel. Wir haben hier hinten einen solchen Karabinerhaken. Der ist ein bisschen klobig, den kann man aber an jede Gürtelschlaufe locker ranmachen. Hier oben haben wir den An-Aus-Knopf und viel mehr gibt es an technischen Details auch nicht. So, kommen wir erstmal zum Grundlegenden. Wie ist das ganze Ding verarbeitet? Ich finde das Ganze nett verarbeitet. Es ist jetzt keine Aluminium- oder Stahlqualität oder ähnliches. Das heißt, es ist jetzt natürlich nicht, um damit großartig ins Feld zu gehen, dass man jetzt Kampfhandlungen damit überstehen würde, wie man es ja auch gerne mal bei den Tactical-Taschenlampen unbedingt benötigt. Aber es ist ein gutes, nettes Plastik und dafür ist sie natürlich auch sehr leicht. Der Dynamo-Regler funktioniert ohne Probleme. Ich zeige euch den einmal aus der Nähe. Der ist natürlich ein bisschen wobbelig. Der könnte ein bisschen verstärkter sein, aber bis jetzt macht er keine großen Probleme. Vielleicht könnte es irgendwann mal, wenn man es sehr doll beansprucht, hier mit dem Stift Probleme geben, dass da etwas reißt. Das weiß ich nicht. Diese kleine Solarzelleneinheit hier vorne, weiß ich nicht, ob man sowas baut. Ich glaube, das ist ein bisschen mehr Gimmick. Aber natürlich könnte man das Ding jetzt, wenn man beim Camping unterwegs ist, man sagt, ja, ich will halt nicht so viel drehen, es auf den Tisch in die Sonne legen und dann würde sich das Ding natürlich darüber aufladen. Die Leuchtstärke von der Taschenlampe ist nicht besonders hoch. Na, das ist so vergleichbar mit einer Handy-Taschenlampe, kommt natürlich sehr auf euer Handy an. Manche sind schon deutlich stärker mittlerweile als diese hier. Aber sie ist halt natürlich ausreichend, wenn man sich wirklich im Dunkeln befindet, im Zelt, beim Camping, auf dem Campingplatz, sich zur Toilette orientieren möchte. Wenn man vielleicht im Auto die hat, als kleine Seitentaschenlampe oder ähnliches. Da könnte sie sehr gut eingesetzt werden, weil natürlich die Taschen es nicht so schwierig ist. Nicht so das Problem ist, dass bei dieser Taschenlampe irgendwie die Batterien leer gehen, weil dann kurbelt man kurz und hat zumindest ein bisschen Licht. Kellertaschenlampe, glaube ich, ist sie genau das Richtige für. Man kann sie irgendwo an einen beliebigen Ort legen, den man aber sich merkt. Und dann kann man damit natürlich in den Keller reingehen. Das heißt, wir sehen schon, wir haben damit eher Hausanwendungen als Trekking-Anwendung, Hausanwendung meine ich jetzt natürlich gerade auch Camping mit dazu. Das kleine Ding hier ist ein Bestseller auf Amazon, deshalb wollte ich es mir einmal angucken. Ich finde das Ding durchaus ganz praktisch. Es ist natürlich für den, sagen wir mal, Weitwanderer, Trecker, den Survivalisten, den Militärtaktiker nicht das Richtige, aber natürlich für den Autofahrer, für den Camper, für jemanden, der vielleicht mal öfter im Keller ist oder auch tatsächlich einfach für jemanden, der ein bisschen am Handwerken, rumhantieren ist, aber das vielleicht nicht ständig tut. Das heißt, der sich nicht immer Gedanken darum machen möchte, dass sein Lichtmaterial im Sinne von Taschenlampe mit Batterien bestückt ist. Und da kann ich dann auch sehr gut verstehen, dass das Ding für 10 Euro gern mal nett mit in den Einkaufswagen reingepackt wird. Und das kann ich auch jedem nur empfehlen, muss ich sagen, unter den gegebenen Anwendungsbereichen, die ich euch natürlich eben genannt habe. Wie gesagt, da gibt es einiges, wofür das natürlich dann wieder nicht geeignet wäre. Das müsst ihr für euch selbst entscheiden.
Viel mehr gibt es zu dieser Dynamo-Taschenlampe nicht zu sagen. Ich hoffe, diese kleine Review hat euch gefallen und ihr schaut euch noch weitere auf meinem Kanal an. Einmal mal durchklicken, da wird natürlich auch viel von YouTube selbst vorgeschlagen. Ich wünsche euch was und wir sehen uns bei den nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss, tschüss.